Die Leuchtpistole hat es ja echt drauf. Die werde ich mir auf jeden Fall noch aufbewahren. Wenn mehrere auf einmal kommen. Die hat ja beim letzten Mal auch sehr gut funktioniert. Oh, was ist denn jetzt los? Shit. Achso, der ist noch unter Strom oder was? Ah, okay. Dann werden wir mal den Strom ausschalten. Und drüber gehen. Scheiße, jetzt habe ich die Hälfte meines Lebens schon verloren. Der dunkle Wald war der letzte Ort, an dem ich sein wollte. Aber ich hatte keine Wahl. Ich musste zur Tankstelle. Ja, leider. Da ist ein Kissen. Alter. Nein, scheiße. Ah, oh, fuck. Ich hab die Waffe verwechselt. Kacke. Tut mir leid, Leute. Oh, das ist ärgerlich. Das ist sowas von ärgerlich. Gab's hier welche? Nee. Schade. Mist. Das ist wirklich kacke. Aber wir schaffen das auch so. Gibt's hier noch was? Huch. Manuskriptseite, und wir werden uns die mal angucken. Ach, ich habe hier schon einige freigeschaltet. Hört einfach mal rein. Rose wusste, dass sie in Schwärmerei verfallen war. Doch das war ihr egal. Was sie betraf, war ihr kurzes Treffen mit Alan Wake der Wendepunkt in ihrem Leben. Sie sah zu, wie er mit seiner Frau ins Auto stieg. Sie war hübsch, selbstbewusst, ungezwungen in Wakes Nähe, nicht wie Rose. Sie passten perfekt zusammen. Sie hätte alles getan, um ihre Freundin zu sein. Ich habe ja schon mal vorgespielt ein bisschen. Aber ich dachte, dass man da wenigstens die Manuskriptseiten wieder neu finden muss. Und es ist leider ein Fehler aufgetaucht, deswegen musste ich von einer bestimmten Stelle nochmal spielen. Deswegen tut es mir leid. Aber die Manuskriptseiten werden wir uns wahrscheinlich nochmal wenden, zuwenden. Aber wir spielen erstmal weiter. Hoppala. Wann werden die nächsten... Alter! Fuck, Mann. Oh, shit, Alter. Was zum Teufel war das? Ich spiele hier gerade im Dunkeln außerdem. Draußen ist es auch schon dunkel. Ich bin zwar überhaupt kein Horrorfan, aber ich finde trotzdem, dass die Atmosphäre stimmen muss. Machte irgendetwas in meinem Kopf Klick. Ich erkannte, dass ich ihn überqueren musste. Ich wollte das Wasser nicht einmal ansehen. Okay, warum? Plätscherndes Wasser, denn es wenigstens ein paar Geräusche hier, weil totale Stille, das geht auch ein voll auf den Senkel. Und ich habe ein echt ungutes Gefühl bei der Sache. Alter, was? Was? Der Typ ist hier noch irgendwo. Unser guter Freund Sparky. Wo bist du, mein Freund? Starkey war immer noch dort draußen. Ach, Starkey. In der Dunkelheit. Er verfolgte mich. Wo ist unser kleiner Starkey? Batterien, super. Und Munition. Scheiße, Mann. Aua, shit, Mann. Na komm. Komm schon. Na bitte. Puh. Es lief doch ganz gut. So. Na komm. Du musst schon springen. Schriftsteller sind so unsportlich. Super. Machst du gut. Machst du fein. Okay. Gibt es hier sonst noch irgendetwas? Das scheint hier sowas wie ein altes Sägewerk zu sein. Und die ganzen Holzfäller scheinen mit Starkey mich aus dem Konzept zu bringen. Ich musste einen anderen Weg nach oben finden. Verdammt.
Wo ist Gott, wenn man ihn mal braucht? Der war doch eben noch da, beim Leuchtturm. Da hat er auch wieder eine zusammengebastelt. Eine Kiste, super. Batterien, aber leider keine Leuchtpistolenmunition. Das ärgert mich jetzt immer noch. Kann man da was bedienen? Es gab keinen Strom. Scheiße. Irgendwo beim Holzlager musste ein Generator sein. Alter, da habe ich jetzt keinen Bock hinzugehen. Irgendwo am Holzlager. Dann werden wir mal hier weitersehen. Ah, da hinten blinkt was. Super. Oh, scheiße. Komm schon. Daneben. Komm schon. Ah, langsam kriege ich den Bogen raus. Bevor wir den Strom aktivieren, werde ich erstmal hier reingehen. Zu sehen, was es hier noch so Schönes gibt. Eine Schrotflinte. Geil. Unter der Waldarbeiterausrüstung musste etwas sein, womit ich nach oben kommen würde. Bestimmt, aber ich werde mich erstmal hier noch umsehen, Alan. Und wieder ein Manuskript. Ich werde hier erstmal sammeln. So, und weiter geht's. Achso, den Strom aktivieren. Hätte ich beinahe vergessen. Hoppala. Oh, und da ist Licht eingegangen. Super. Puh. Man fühlt sich ja doch, wenn man da unter dem Lichtkegel steht, wie so in einem kleinen Schutzschild. Weil da können einen die Viecher nichts tun. Das ist natürlich klasse. Sehr nice. Und wir haben gerade die Schrotflinte in der Hand. Ich glaube, die hebe ich mir noch auf und werde so lange erstmal den Revolver benutzen. Huch. Die Pfeiltasten benutzen, um die Holzmaschine zu bewegen. Okay. Ah, ich kann bloß nach links und rechts. Dann werden wir das Ding mal runterholen. Runterholen? Nein, war nicht witzig. Au! Wir müssen eine Brücke bilden. Reicht das so? Ja, ich denke schon. Probieren wir es mal aus. Leute, Leute, Leute. Also, ich an Alans Stelle wäre schon längst durchgedreht. Also, das geht ja mal gar nicht klar. Erst verschwindet seine Frau und dann sind wir plötzlich einmal im Auto. Ich meine, das geht doch überhaupt nicht klar. So. Nein! Unsportlicher Alan. Mann, Mann, Mann. Aber Schriftsteller interessieren sich halt für sowas. Und ich kann mir gut vorstellen, dass so eine Leute wie Alan auch sehr neugierig immer sind. Und außerdem sucht er ja seine Frau. Ich meine, das ist auch noch ein guter Grund, damit nicht aufzuhören und nicht durchzuticken, auszuticken. Und wir haben wieder den nächsten Kontrollpunkt erreicht. Oh, ein Lichtkegel, Gott sei Dank. Mit einer Hütte und ich sehe da Munition wieder. Schön. Radio. Ich war gerade frische Luft schnappen und ich sage euch, was für eine Nacht. Ihr liegt vermutlich fast alle schon im Bett, aber wenn ihr noch wach seid, gönnt euch was gut. Geht einfach kurz vor die Tür und atme tief ein. Die Nacht ist absolut ruhig, der Himmel kristallklar. Es ist, als würde auch der Wald ganz ruhig atmen. Das tut er wirklich. Nachteule. Und in Nächten wie dieser wünsche ich, dass ich nicht im Studio sitzen müsste. Da träumt ein alter Mann wie ich davon, nochmal drauf loszuziehen. Aber ich bin hier. Und wer würde euch durch die Nacht begleiten, wenn nicht ich? Oh. Und anscheinend bin ich nicht der Einzige, der noch wach ist. Hallo? Wen habe ich dran? Hallo, Pat, hier ist Maurice Horton. Hallo, Maurice. Was machst du gerade? Also, ich war gerade mit Toby Gassi. Ja, ist es nicht wunderbar draußen? Ja, klar. Aber, Pat, weshalb ich anrufe? Toby hat etwas im Unterholz gewittert und ist losgerannt. Und jetzt ist er weg. War bestimmt ein Hase. Bestimmt. Toby liebt Hasen. Na, bestimmt. Also, ich dachte, wenn irgendwer Toby sieht, könnte er ihn einfangen. Meine Nummer steht auf dem Halsband. Ist Toby ein lieber Hund? Oh, Toby liebt Menschen. Für gewöhnlich kommt er zurückgelaufen, aber wir waren ziemlich weit weg und er ist einfach losgeprescht.
Ein großartiger Hund, aber manchmal ist er etwas dumm. Ja, Maurice, jetzt haben es alle gehört. Ich hoffe, Toby ist bald wieder da. Ja, danke, Pat. Gute Nacht, Maurice. Also ein Hund namens Toby ist auch im Wald verschwunden. Angeblich wegen Hasen. Vielleicht sehen wir ihn ja noch. Wieder eine Manuskriptseite. Sehr schön. Und ich sehe da hinten schon die Tankstelle, Gott sei Dank. Die Tankstelle war nah. Ihr Licht schien einladend durch die Dunkelheit. Scheiße. Boah, jetzt ein Hotdog. Der Magensprenger ist der Beste. Gar keine Gefahr. Der Monster. Oh, fuck, Mann. Scheiße. Scheiße. Scheiße, mach das Licht an. Bruder, das war knapp, Leute. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Okay, ich warte jetzt, bis die Batterie wieder voll ist. Boah, das war echt knapp. Aber ich finde es schön, dass es so einen Slow-Motion-Effekt gibt, wenn der genau hinter dir steht, damit du ausweichen kannst. Dann kriegt man wenigstens noch eine kleine Chance. Okay, die haben sich wieder verzogen. Oh, dieses eklige Geräusch, Mann. Wo seid ihr? Kommt her. Überhaupt keinen Bock, Mann. Ich habe keinen Bock, da rauszugehen. Ehrlich nicht. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Kommt her. Das war's doch noch nicht. Das war's noch nicht. Aua. Puh. Schnell ins Licht gehen, um sich wieder zu heilen. Und ich warte wieder, bis die Batterie voll ist. Aber es scheint es erstmal hier gewesen zu sein. Und ich kann wieder nachladen. Ist doof, dass die Anzeige von der Waffe jeweils immer oben in der Ecke ist, wo mein Bild ist. Es tut mir echt leid. Ich werde ab und zu mal hier durchblicken, durchzeigen, wie viel Munition ich noch habe. Oh shit, noch einer. Na komm her. Oh shit, hab ich mich erschreckt. Scheiße, Mann. Noch einer. Shit, das war's. Kacke. Verdammt. Jetzt könnte meinetwegen kommen. Wo seid ihr? Ich hab nur ein bisschen Angst vor euch. Boah, ich hab die ganze Zeit Schiss, dass hinter mir einer steht. Immer so schlecht, wenn der Schatten von denen weg ist. Das ist echt doof. Und wieder nachladen. Oh, stimmt ja, hier lag ja noch was. Und weiter geht's. Wir werden jetzt gleich wieder welche auftauchen. Ich höre es ja förmlich. Oh shit, Mann.
schnell wieder zurück. Wo ist er? Einer war noch da, ich hab's gesehen. Ah, die verschwinden auch immer sofort, wenn man ins Licht geht. Das ist kacke. Wo bist du? Wo bist du? Oh, zwei? Scheiße. Das gibt's doch nicht. Ich renne einfach mal weiter. Das kann ja nicht sein, dass hier dauernd so viele spawnen. Scheiße. Da waren wieder zwei. Nein, nimm nicht die Seite. Renn um dein verfucktes Leben, Alter. Renn. Renn. Schieß, Mann! Das muss es jetzt aber gewesen sein, Alter.